So, weiter geht's mit 9 Run of Life. Wir sind auf 12 Life. Und ich dachte mir jetzt mal, ich level ein bisschen mal wieder. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gelevelt und EXP stoppt man natürlich erstmal aus. Auch im Ringmaster idealerweise. Ich bin auch immer so ein Profi. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so also ein totaler Vollprofi. Also, ich level auch mal mit EXP Stop drin. Das mache ich auch teilweise. Nicht, weil ich inkompetent bin oder so. Nein, auf keinen Fall. Sind einfach, weil es halt ein bisschen abwechslungsreicher ist und so. Und genau, ja. Wie dem auch sei. Ich mache mal kurz die Party auf. Wobei, wir können es jetzt schon mal reinhauen, die Amplis. Einfach aus dem Grund, weil mir hier sowieso schon. Sag schon. Die Party fast voll haben und eh auf Schaden ist. Also, man kann die hier auf 12 Life hier auf Schaden stellen, auch schon auf Level 1. Das heißt, wir sparen uns quasi, also wir kriegen quasi auch schon die XP vom ersten AOE. Womit natürlich dann schon ein bisschen uns XP, wenn jetzt nicht unbedingt sparen, aber müssen wir sagen. Oh je, yeah, okay. Das ging schnell. So, 40 im Ausschau erreicht, okay. Das ging sogar echt schneller, als ich gerade erwartet habe. Aber, ja, passt einigermaßen. Wir sind momentan, glaube ich, so ungefähr der einzige. Jetzt nicht mehr. Es ist immer so lustig. Ich mache eine Party und kurze Zeit später gibt es irgendwie drei andere Partys. Das ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich immer nur so unglaublich viel Pech oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist es aber immer so. Also, keine Ahnung. Ich habe übrigens auch überlegt, was ich mache. Ob ich farm oder ob ich level. Dachten wir dann irgendwie. Ich meine. Ich hoffe halt einfach mal so. Also ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt, ob jetzt hier nochmal Updates kommen. Oder wann hier Updates kommen, was dann drin ist. Also Updates kommen auf alle Fälle, aber ob jetzt die in die Richtung gehen, in die ich gerade momentan so ein bisschen spekuliere. Also ich muss es sagen, ich hoffe irgendwie, dass die auf 12 Life hier irgendwie den Angel Rank ein bisschen usefuler machen. Und ich habe da schon öfter mal was vorgeschlagen und so und. Ich glaube halt irgendwie auch, weil die ja viele Ideen gesammelt haben, dass die vielleicht echt mal so in die Richtung gehen und den Angel Rank mal ein bisschen mehr mit einem, ja, mit einbeziehen und generell ein bisschen besser integrieren ins Spiel, sagen wir so. Ich habe da schon oft mal drüber gesprochen von Flive und Tiefe. Warum klingt das schon ein bisschen komisch? Habe ich in PSF schaut? PSF looking for filler. Fillers. Habe ich einen Full Shout? Oh, habe ich sogar noch. Nein. Nice. Wie auch immer, sei. Auf alle Fälle, mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Tiefe. Also, ich meine, generell, Flive ist so tief wie ein Planschbecken. Also wirklich die Tiefe vom Gameplay, die gibt es halt in Flive einfach nicht, was ziemlich schade ist. Aber Flive könnte die Tiefe haben, wenn man denn wollte. Und ich meine, klar, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das Ganze mit zu integrieren. Habe auch schon mal so eine Idee gebracht, weil ich allerdings scheinbar nicht so userfreundlich wäre, weil halt scheinbar wahrscheinlich die meisten User irgendwie das nicht raffen würden oder so. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, was ich mir dachte, okay, spontane Idee jetzt, die vielleicht nicht ganz ausgereift ist, aber man levelt hier im Angel Rank die ganze Zeit halt ziemlich Brain AFK und ich meine, Dungeons und so macht man jetzt eigentlich relativ selten, geschweige denn, wenn man Dungeon Team findet. Und die Sache ist einfach, ich würde es gut finden, wenn einfach der Angel Rank irgendwie so ein bisschen mehr Sinn hätte, beziehungsweise einfach ein bisschen, wie soll man sagen, wenn er ein bisschen abwechslungsreicher wäre. Beispiel: Man levelt halt quasi den Angel Rank ganz normal weiter, bis Level 10 zum Beispiel. Und das 10. Level muss allerdings dann. Was? Dark Condi. Was? Habe ich schon wieder Patch Notes nicht gelesen? Dark Condi. Was ist Dark Condi? What? The fuck? Ach, das ist Dark. Okay, der Event Dungeon ist Dark Condi. Alles klar, ich dachte mir gerade um WTF, geht hier ab und so, aber alles super. Ich glaube, ich sollte hier auch mal mit den Flash Charm leveln. Und zwar gibt es irgendwo diesen Automatic Power-Ups. Einmal hier, Active. Kann das schließen? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja, auf alle Fälle, dass man quasi bis Level 10 levelt und jedes fünfte oder jedes zehnte Level dann quasi
in Dungeons machen muss. Das heißt quasi, man teilt es vielleicht so ein bisschen auf. Das erste Drittel, die ersten 33,33% beispielsweise levelt man ganz normalen Kaskader. Und die anderen, also die zweiten 33,33, also das zweite Drittel quasi, macht man Dungeons. Das heißt quasi dann die Bosse oder die Dungeon Mobs oder was auch immer, geben dann quasi ja, separate XP, die dann quasi somit dann erreicht werden könnten. Und dann gibt es dann das letzte Drittel, wo man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jetzt GW ein bisschen übertrieben wäre. Ich meine, ja, ist halt, GW ist ziemlich selten, dann kann man nicht weiterlaufen, ist das nicht so gut. Irgendwas, was man auch sonst so machen kann. Ich weiß gar nicht, was ich letztens vorgeschlagen habe. Ich habe es vergessen. Ich habe irgendwas vorgeschlagen. Ich weiß es gerade noch nicht mehr genau, was das war. Was habe ich denn vorgeschlagen? Ich muss mal kurz schon nachschauen. Mal kurz schon nachschauen. Suchfunktion Angels. So, mal kurz schnell hochscrollen. Hier ist es, genau. Ach, genau. Durch Quests und Events. Das heißt quasi, dass es halt irgendwie immer so ein dauerhaftes Event gibt, wo man halt irgendwie Sachen sammeln kann oder je nachdem halt irgendwie so ein Season-Event quasi. Und die ganzen Sachen, die man dann quasi sammelt oder extra eben aufhebt. Weiß nicht, was da dann wirklich mehr Sinn machen würde. Vielleicht irgendwie auch mit Quests oder so alternativ, dass vielleicht irgendwie immer zwei Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann man auch nur die eine Möglichkeit nutzen, dann, wenn es Event gibt, langsam reden. Und wenn es eben gerade aktuell kein Event gibt, dann kann man das Ganze quasi mit Quests machen. Würde ich halt persönlich irgendwie ganz lustig finden, wobei ich halt auch sagen muss, okay, ich kann das Argument nachvollziehen, dass halt dann die Leute super verwirrt werden, wenn sie auf einmal keine XP mehr kriegen. Und selbst wenn man irgendwie einen riesigen, fetten Text da den Leuten ins Auge platziert, dann würden die sich wahrscheinlich trotzdem wundern, warum kriege ich keine XP mehr. Und warum hängt mein Ringmaster fest, zum Beispiel. Ja, ich kann schon nachvollziehen, dass es vielleicht echt ein bisschen problematisch wäre. Aber ich würde es irgendwie trotzdem cool finden und ich würde es echt begrüßen, wenn das Angels Level irgendwie ein bisschen mehr Tiefe hätte. Also generell, es würde ein bisschen mehr Tiefe adden und das wäre halt ein bisschen mehr cool und schön und keine Ahnung. Was meint ihr? Ich meine, klar, wie gesagt, es ist halt vielleicht das nicht die beste Idee, das. Dem stimme ich jetzt zu, alle paar Level dann irgendwie woanders hin zu müssen. Aber es wird halt irgendwie auch wieder so ein bisschen die Leute animieren: hey, mach mal Dungeons. Und es würden mir Leute Sachen verkaufen. Zum Beispiel, ich hier suche momentan seit Wochen nach Night-Teilen. Ich suche aktuell diese Blair, keine Ahnung, dieser 101, diese 150er 101 Night-Teile. Und ich finde einfach keine, es verkauft keiner die Dinger. Und es stört mich irgendwie ziemlich. Und ich weiß nicht, mal so ein Aufruf an euch, wenn ihr gerade solche Dinge verkauft, schreibt mich bitte an. Ich suche die Dinge seit Ewigkeiten und wenn es sein muss, bin ich sogar dazu bereit, 20 Perien zu zahlen für ein Set-Teil. Also mir fehlt aktuell noch die Gowns und die Boots, glaube ich, oder? Genau, Gowns und Boots fehlen mir aktuell und ich brauche diese Dinge wirklich dringend mal und ja. Wir haben auf alle Fälle eine ziemlich große Hilfe und wie gesagt, wer da was übrig hat, dann sag bitte Bescheid. Ich werde es super finden. So, ich schaue gerade die ganze Zeit, aber ich bin der Meinung, dieses AOE-Pickup ist halt echt ein bisschen schlecht fürs Business. Also, ich kann mir hier nicht wirklich vorstellen, dass die hier irgendwelche Pickup-Scrolls noch verkaufen. Also, so ein bisschen angedeutet hat das, wurde glaube ich schon hier, dass die nicht mehr so arg viel verkauft werden, aber. Dieses Instant-Pickup macht die halt super useless eigentlich, weil, ich meine, keine Ahnung. Dein Pet sammelt sowieso alles irgendwie in einer Sekunde auf und okay, vielleicht sind die Wege halt dann teilweise zu lang, wenn man jetzt irgendwie in Kaskada, in Rathesia farmt oder so, aber ansonsten, weiß ich nicht so recht. Kommt es mir jetzt nicht wirklich so krass useful vor, wenn ich jetzt mir eine Pickup-Scroll kaufen würde. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich finde es natürlich gut, cool, wenn man natürlich jetzt, ja, ein normaler Spieler ist, der kein Geld ausgeben will. Oder halt einfach generell geizig ist. Ich meine, sind das nicht unbezahlbar, die Dinger? Also,
Ich meine, wenn man jetzt 14 Tage aktiv spielt und so, dann sind die Dinger schnell reingefarmt. Also das ist gar kein Problem eigentlich. Aber andererseits, tja, ich weiß nicht. Hat immer Vor- und Nachteile. Das Server muss ja auch von irgendwas finanziert werden. Und tja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Also das ist auf alle Fälle was, wo ich ganz gut finden würde. Also jetzt nicht die mit der Pickup-Scroll, sondern irgendwie ein bisschen mehr Tiefe. Ich habe mir schon oft Gedanken drüber gemacht, wie könnte man Flife wirklich ein bisschen mehr das Gameplay ein bisschen erweitern. Und es ist halt wirklich schwierig. Ich meine, einerseits gibt es kein Spiel, was ist wie Flife. Flife hat im Prinzip eigentlich keine Konkurrenten. Also wenn man es jetzt wirklich sehr eng sieht, weil jedes Spiel wirbt heutzutage mit Open World und dass du machen kannst, was du willst und keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Wirklich von den MMORPGs ist es da halt irgendwie echt ein bisschen eng. Also dieses neue Spiel, was die ARK Publisher rausgebracht haben, Darkened Soul, schaut interessant aus, nutzt irgendwie auch so ein bisschen die Flife. Ja, hat im Prinzip auch dieses Flife-Gameplay. Du klatscht einfach die ganze Zeit Mobs und so. Aber du bist auch nicht so wirklich frei. Du kannst jetzt sagen, hey, ich geh jetzt farmen, hey, ich mache jetzt Dungeons oder keine Ahnung. Es ist irgendwie auch alles so. Ich weiß nicht, man fühlt sich da so ein bisschen eingeengt und man. Ich bin mir nicht sicher. Also ich komme da irgendwie so ein bisschen komisch vor. Deswegen. Und ich meine, es ist natürlich jetzt auch kein wirkliches Multiplayer-Game. Also jeder hat irgendwie so seinen eigenen Server mit maximal, ich weiß nicht, 60 Slots oder so. Und ich meine, wie kann da ein Multiplayer-Feeling aufkommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Also klar, schon und so. Und für das Gameplay ist es auch vollkommen ausreichend. Aber von diesen Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel, wie heißt es nochmal? So eine Art irgendwie, das funktioniert halt eben nicht. Und dafür ist es auch nicht konzipiert und so. Und ich weiß es halt nicht. Das ist deswegen die Frage, was ist eure Meinung? Wie könnte man Flife wirklich wieder relativ erweitern? Das ist zumindest schon mal so der erste Teil. Und der andere Teil ist dann einfach. Ich bin auch der Meinung, man sollte irgendwie ein bisschen an den Dungeons arbeiten. Also es nicht bestehende verändern. Okay, vielleicht irgendwie hier. Wie hieß dieser Dungeon? Deathwing. Der ist mir echt nicht so geil. Aber irgendwie. Okay, aktuell kann man halt an der Dungeon-Schwierigkeit drehen, indem man die Mob stärker macht, den Dungeon länger macht und irgendwie unübersichtlich macht. Aber das ist halt auf Dauer irgendwie jetzt auch nicht so krass, geil und so. Die Frage ist einfach, was kann man wirklich machen? Ein Darkon. Den holen wir manchmal schnell. Ach so, bin ich wieder ganz allein, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir holen uns die schnell, weil die Amplis sind das nicht so viel wert und. Als Abschluss auch ganz okay, deswegen holen wir uns immer schnell. Altafen Jester, okay. Ja, ich bin der Meinung, Dungeons sollten vielleicht auch ein bisschen anders ausschauen. Ach, der läuft dahin. Ach Gott, ey. Ja gut, wir sind eh gleich da. Und die Frage ist natürlich, wie? Wie kann man die Dungeons wirklich sinnvoll verändern? Das ist allerdings eine Frage, die man jetzt nicht einfach beantworten kann. Ich weiß es persönlich nicht. Viele Server haben schon mal einiges ausprobiert. Die einen haben irgendwelche Jump'n'Runs mit eingebaut. Dieser Ansatz an Deathwing ist an sich ganz cool, dass man ein paar Monster sammeln muss. Finde ich ganz gut. Wobei das auch halt nicht so extrem. Ja, innovativ ist, also es ist natürlich schon ganz cool und so, aber hau mich jetzt natürlich auch nicht irgendwie vom Hocker und so, deswegen, ich weiß es nicht. Was hattet ihr generell für Ideen oder was könnt ihr sonst noch für Sachen aus anderen Games, die sich wirklich gut in Fly vertragen lassen würden? Weil momentan bin ich echt so der Meinung, es braucht ein bisschen frischen Wind, aber in welche Richtung oder aus welcher Richtung soll der Wind kommen? Und in welche Richtung soll er blasen? Das klingt schon wieder minimal pervers und so. Okay, aber abgesehen davon, tja. Wie könnte man Flife. Ich überlege jetzt gerade mal so im Video. Wie könnte man Flife Dungeons wirklich anspruchsvoll machen? Oder auch wirklich interessant machen? Ganz im Ernst. Ich bin mir nicht sicher.
vielleicht, dass man ein paar verschiedene Versionen von Dungeons macht, die immer eine andere Aufgabe haben. Oder die quasi irgendwas anderes fordern. Ich bin mir nicht sicher. Ist natürlich jetzt alles super vage und so. Aber müsste man sich vielleicht mal Gedanken machen. Also ihr könnt mal was in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Und falls ihr übrigens hier die Teile verkauft, die Belehrteile oder 130er Setteile für hier Knight. Also für ein, wie heißt der? Gott, ey. Wie hieß denn das Ding? Dritte Jobklasse? Templer? Sag mir Bescheid, ich brauche die auf alle Fälle dringend. Und 125 ist voll, alle 130er Teile brauche ich und die Gowns und Boots für die Fragmente brauche ich dann quasi noch. Rest habe ich, aber wie gesagt, die brauche ich dann eben noch. Und genau, ich werde zwar keine Timelapse draus machen, aber ich beende trotzdem meine Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFlyP.